Warum haben die vier Gründer von Hogwarts eigentlich keine eigenen magischen Porträts? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video tauchen wir in die Geschichte der vier legendären Gründer von Hogwarts ein, den Zauberern des 10. Jahrhunderts, die hinter der renommiertesten Schule für magische Bildung stehen, die unsere Welt kennt. Sie sind als Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw und Helga Hufflepuff bekannt. Ein besonderer Schwerpunkt unserer heutigen Diskussion wird sein, warum diese bedeutenden Figuren nicht durch Porträts verewigt wurden. In der magischen Welt dienen Porträts oft dazu, das Andenken einer Person aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass ihr Wissen und ihre Einsichten auch nach ihrem Tod weiterleben und an die nachfolgenden Generationen weitergegeben zu werden. Im Unterschied zu Fotos der Muggelwelt, die nur stille Momente festhalten, haben Zaubererporträts die einzigartige Fähigkeit, die Essenz und Charakterzüge einer Person wiederzugeben. Diese magischen Bilder sind oft so verzaubert, dass sie die Manieren und Verhaltensweisen des Dargestellten wiedergeben können. In der magischen Gemeinschaft existieren verschiedenste Formen solcher animierten Bilder. Bevor wir allerdings tiefer in das Thema eintauchen, sollten wir einen Blick über diese unterschiedlichen Darstellungsformen erhalten. Dann können wir herausfinden, welche Art von Bild am besten für die Darstellung der Hogwarts-Gründer geeignet wäre. Zum Beispiel bewegende Fotos. Diese magischen Aufnahmen erwecken Momente zum Leben und zeigen kurz sich wiederholende Bewegungen auf. Anders als Fotos in der Muggelwelt, die fest und unbeweglich sind, zeigen bewegte Zaubererfotos lebendige Sequenzen, die sich stetig wiederholen. Solche Fotos sind in der magischen Gemeinschaft allgegenwärtig, sei es in den Wohnzimmern zaubernder Familien, den Redaktionsräumen des Tagespropheten oder auch den Fluren von Hogwarts. Sie dienen nicht nur der Kommunikation, sondern auch als Gedächtnisstütze für bedeutende Momente oder Begebenheiten. Ein ikonisches Beispiel für diese Art von Bildern aus der Harry Potter-Welt ist der Tagesprophet, dessen Seiten mit bewegten Bildern illustriert sind, die aktuelle Nachrichten und Geschehnisse darstellen. Diese bewegten Bilder vermitteln oft einen tieferen Einblick in die jeweiligen Geschichten, die erzählt werden, indem sie die Handlungen und Gefühle der gezeigten Person lebhaft darstellen können. Magische Bilder in der Zaubererwelt ähneln den festen Bildern in der Muggelwelt, allerdings ohne deren Interaktivität oder Lebendigkeit. Die Mehrheit der Gemälde in der Welt von Harry Potter wurde von magischen Künstlern geschaffen. Sie nutzen verzauberte Farben, um die Darstellung nicht nur in Bewegung zu versetzen, sondern auch eine Interaktion mit den Lebenden zu ermöglichen. Solche Porträts sind vorwiegend im Schloss Hogwarts zu finden. Es ist jedoch von Bedeutung anzumerken, dass viele dieser Gemälde, die in Hogwarts hängen, spezielle Eigenschaften haben, die von J.K. Rowling definiert wurden. Rowling beschreibt viele dieser Porträts als etwas flach im Sinne ihrer Interaktionsfähigkeit, was bedeutet, dass ihre Fähigkeit zur Kommunikation mit den Lebenden begrenzt ist. Diese Porträts können jedoch Folgendes: zwischen verschiedenen Bildern wechseln, selbst wenn sie anderen gehören, geheime Passagen enthüllen und oberflächliche Gespräche führen, wobei sie bekannte Phrasen und Eigenheiten aus ihrer Vergangenheit verwenden. Obwohl sie gewisse Charakterzüge und Gewohnheiten ihrer lebenden Form zeigen, sind sie nicht in der Lage, fundierte Ratschläge zu geben oder an tiefgründigen Diskussionen teilzunehmen. Und dies leitet uns weiter zu einer weiteren Kategorie von magischen Bildern: die Porträts der Schulleiter. Diese besondere Kategorie magischer Porträts stellt eine beeindruckende Entwicklung in der Kunst der magischen Bildgebung dar. Äußerlich könnten sie den regulären Porträts ähneln, aber sie unterscheiden sich durch ihre erweiterten kognitiven Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, tiefgründige Diskussionen zu führen und komplexe Situationen zu analysieren. Diese Porträts besitzen nicht nur die Fähigkeiten zum umfangreichen Denken, sondern spiegeln auch eine realitätsnahe Darstellung ihrer lebenden Gegenstücke wider. J.K. Rowling hat angedeutet, dass diese Art und Tiefe eines solchen Porträts mit oft den Fähigkeiten und der Macht des dargestellten Zauberers korrelieren. Somit wäre ein mächtiger Zauberer durchaus in der Lage, ein Porträt zu hinterlassen, das einem realen Selbst in Gedanken und Handlungen bemerkenswert ähnlich ist. Das gibt Aufschluss darüber, warum Dumbledores Porträt so versiert in Kommunikation ist und warum er Snape selbst nach seinem Ableben Ratschläge aus seinem eigenen Bild herausgeben kann. Dumbledore zählt zu den mächtigsten Zauberern seiner Zeit. Daher wäre es nur logisch, dass sein Bildnis besonders ausgeklügelt wirkt. Doch es gibt noch einen weiteren Aspekt, den man bedenken sollte. Es ist bekannt, dass die Porträts zukünftiger Schulleiter bereits zu ihren Lebzeiten angefertigt und an geheimen Plätzen aufbewahrt werden. Diese Orte sind so gewählt, dass nur das lebende Pedant des Porträts Zugang dazu hat, das heißt in dem Fall Dumbledore. In regelmäßigen Abständen besuchen diese Persönlichkeiten ihre gemalten Abbilder
und teilen Erfahrungen, Erkenntnisse und Wissen mit ihnen, um sie so vorbereitend für die Zeit nach ihrem Tod zu prägen und schulen ihre Abbilder, sich gemäß ihrer Persönlichkeit zu verhalten. Dank dieses Verfahrens gelingt es, eine sehr authentische Darstellung dieser Zauberer zu schaffen. Es ist jedoch essentiell zu verstehen, dass diese Porträts, anders als Geister, nicht dazu fähig sind, sich weiterzuentwickeln oder aus zukünftigen Begegnungen und Ereignissen zu lernen. Die Porträts der Schulleiter gleichen eher emotionalen Konservierungen der jeweiligen Professoren, welche in der Lage sind, auf Basis der gespeicherten Erinnerungen und des vermittelten Wissens zu agieren, welches ihnen vor dem Tod des Originals übermittelt wurde. Die Schulleiter von Hogwarts haben einen entscheidenden Beitrag zur Geschichte der Schule geleistet, daher ist es eigentlich nur passend, dass ihre Abbilder auf solch eine besondere Art verewigt sind. Dennoch würde ich schon behaupten, dass die Gründer von Hogwarts in der Geschichte der Schule eine noch bedeutendere Rolle spielten. Historisch gesehen bleibt also ein Rätsel. Warum existieren keine Porträts von ihnen? Wurde ihnen nicht die Unsterblichkeit in Form von Gemälden zuteil? Ich stelle mir vor, wie beeindruckend Porträts der Gründer am Eingang ihrer jeweiligen Gemeinschaftsräume aussehen würden oder gar majestätisch in der großen Halle. Zudem wäre es denkbar, dass die Abbilder der Gründer während der Sortierzeremonie unterstützend wirken könnten. Doch lasst uns mal betrachten, warum dies nicht der Fall sein könnte. Vielleicht hatten sie einfach kein Interesse an Porträts oder es war ihnen gleichgültig. Es könnte sein, dass die Hogwarts-Gründer, obwohl sie zweifellos die Würdigung verdient hätten, nicht wünschten, dass ihre Abbilder für die Nachwelt festgehalten werden. Es könnte diverse Gründe dafür sprechen, aber ich glaube, einer der Hauptgründe könnte die Sorge darüber sein, wie zukünftige Generationen ihr Vermächtnis wahrnehmen und interpretieren könnten. Es könnte auch sein, dass die Gründer vor ihrem Ableben Differenzen oder Meinungsverschiedenheiten hatten, weshalb sie nicht wünschten, dass ihre Porträts nebeneinander hingen. Oder vielleicht war es ihnen schlichtweg nicht so wichtig, Abbilder von sich erstellen zu lassen, da sie mit wichtigeren Aufgaben beschäftigt waren. Bedenke auch, dass diese vier Persönlichkeiten damit beschäftigt waren, die renommierteste Institution für magische Bildung aufzubauen, weshalb sie sicherlich alle Hände voll zu tun hatten. Es ist denkbar, dass die Gründer aufgrund ihrer demütigen Natur Abstand von Porträts nahmen. Ihre Namen waren bereits mit den vier Häusern von Hogwarts verknüpft, sodass sie eventuell das Gefühl hatten, dass Porträts möglicherweise zu viel des Guten wären. Sie könnten Sorge gehabt haben, als zu eitel oder selbstbezogen wahrgenommen zu werden. Weiterhin glaube ich, dass sie wussten, dass die ständige Anwesenheit durch Porträts möglicherweise den jeweiligen amtierenden Schulleiter oder die Schulleiterin beeinflussen oder überschatten könnte. Eine weitere Möglichkeit ist, sie könnten an einem verborgenen Platz sein. Es ist durchaus denkbar, dass Porträts der Gründer tatsächlich existieren und irgendwo in einem geheimen Bereich von Hogwarts verborgen sind. Angesichts der vielen versteckten Räume und Geheimnisse der Schule erscheint dieser Gedanke gar nicht so unwahrscheinlich. Noch eine Möglichkeit ist, sie verfügen vielleicht nicht über das nötige Wissen. Es könnte sein, dass die Hogwarts-Gründer nicht über die nötigen magischen Kenntnisse verfügten, um solche bewegten Bilder von sich selbst zu erschaffen. Trotz ihrer beeindruckenden Kräfte könnten magische Porträts eine spätere Entdeckung in der Welt der Zauberei gewesen sein. Eine weitere Möglichkeit ist, sie gingen verloren oder wurden zerstört. Es könnte sein, dass die Gründer von Hogwarts einst Porträts von sich besaßen, diese jedoch über die Jahrhunderte hinweg entweder zerstört oder vermisst wurden. Angesichts des Alters von Hogwarts gibt es viele Gelegenheiten, bei denen wertvolle Gegenstände verschwinden oder Schaden nehmen könnten. Eine andere Theorie könnte sein, dass die Gründer Sorge hatten, ihre Porträts könnten für dunkle Zwecke missbraucht werden. Da Porträts in der Zaubererwelt manchmal ein gewisses Eigenleben haben und für unheilvolle Magie verwendet werden können, könnten die Gründer beschlossen haben, das Risiko zu vermeiden, indem sie keine Porträts von sich anfertigen ließen oder ihre eigenen, die sie schon gemacht haben, zerstören ließen. Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, dann lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Schreib gerne in die Kommentare, was du denkst, was der wahre Grund ist, warum die Gründer von Hogwarts keine Porträts haben. Oder haben sie vielleicht doch welche und wir wissen es einfach nicht? Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.